So, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. So, wir befinden uns jetzt hier in einer Polizeistation. Wir waren eigentlich auf dem Weg zu einem RNK-Außenposten, um für einen werdenden Sheriff oder einem angehenden Sheriff für, wieso, weshalb, warum, von Prim, wollte ich eigentlich sagen. Eine Begnadigung zu erhalten, und da sind wir über dieses Gebäude gestolpert, das erstmal von Pulvermanditen und von komischen Schakalen, von so komischen Schakalen belagert wurde und drinnen auch und demzufolge befallen ist von Heuschrecken, die wahrscheinlich irgendwen überfallen haben und nicht ohne Grund hinter Gittern sitzen. Naja, ich werde mich jetzt mal in die Schlacht gegen diese Heuschrecken begeben und öffne diese Zellentür. Und zack. Und zack. Ich bin Kammerjäger. So. Oh, der gute Kollege hat ein Bier dabei. Her damit. Kaliberhülsen, Patronen, Karawanenschrot, Flinte. Einen guten Wert nehme ich mit. Karo 2 Tops. Kronkorken. Ich könnte mal auch dieses Karawane machen. Was meint ihr? Soll ich mir mal demnächst mal dieses Karawane angucken bei nächster Gelegenheit? Könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht gucke ich mir das mal an. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich habe das noch nie gespielt. Vielleicht bin ich auch viel zu blöd dazu. Ich habe keine Ahnung. So, aber was ich jetzt auf jeden Fall mal ausprobiere, ist diese Nachladebank. Und ich könnte jetzt alles Mögliche zerlegen. Ja, ich könnte alles Mögliche zerlegen. Aber bauen könnte ich nichts. Pulverpistole. Kaliber 12. Ich überlege gerade. Oh, Entschuldigung. Ich habe heute 24 Stunden, genau, 12 Stunden gearbeitet. Ich bin ein bisschen müde. Und ich wollte jetzt aber unbedingt noch ein paar Folgen aufnehmen. Zündhütchen, Schrotflinte. Ich bin leicht verwirrt. Kaliber 12. Ich frage mich, wenn ich das schon kompliziert finde, wie soll das denn dann werden, wenn ich wie soll das denn dann werden, wenn ich Karawane spielen soll? Kaliber 20 brauche ich für die Einschussflinte. Kaliber 20 brauche ich für die Karawanenschrotflinte. Okay. Ich glaube, ich lasse das mal erstmal, oder? Ich bin gerade echt. 22 LR, das ist die Schall gedämpft. 30 Schaden pro Sekunde. War die so gut? Nee. Immer wieder gehe ich in diese Escape-Taste. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich meine, so oft benutze ich spiele momentan kein Spiel, wo ich andauernd die Escape-Taste benutzen muss. Es ist seltsam. Es ist ein Phänomen. So, ich glaube, hier ist nicht. Könnte das wieder. Neben Aschenbecher. Nein, ich will. Ne, es ist doch der wohl nur der Knopf von der Lampe gewesen, aber ich finde, also irgendwie war das hier jetzt nicht besonders befriedigend. Ich habe zwei Karten für Karawane gefunden. Okay, ist vielleicht ganz cool, aber für eine Polizeistation hat mir das jetzt nicht vom Hocker gehauen. So, ich werde jetzt mal mich weiter Richtung Gerät begeben und ich merke gerade voller Entsetzen, ich habe vergessen, meinen Timer zu stellen. Ich muss jetzt erstmal kurz gucken, wie lange nehme ich denn schon auf? 4 Minuten.
Gut, mache ich so weiter. Alles klar. Verzeihung. Musste, wie gesagt, nochmal den Timer neu stellen. Da ist ein Sandsturm. Eine Spinne. Eine Riesenspinne. Da vorne krabbelt auch irgendwas. Also definitiv ein Skorpion. Also die Wüste lebt. Das scheint eine Rennstrecke gewesen zu sein. Da krabbelt noch so eine Spinne. Also es ist schon interessant, sich hier die Gegend anzuschauen. Also es ist schon teilweise relativ detailliert. Hier sind zwei Strommasten. Also das Spiel ist schon echt schön gemacht. Und ich denke, dieses Spiel wird und also es wird einfach, denke ich mal, ein Evergreen bleiben. Das ist ein Spiel, das kannst du eigentlich immer spielen. Und dadurch, dass es halt bei Skyrim auch noch recht gut zu modden ist, habe ich nichts auf der 3. Ich habe so viele Pistolen wieder. Ich werde die mal komplett reparieren. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Das ist ja cool. Habe ich die jetzt alle durchrepariert? Millimeter bis scheint so, als hätte ich die jetzt erstmal durchrepariert. Ich habe 48 Schuss. Ich werde erstmal noch ein bisschen mehr sammeln und in der Zeit erstmal die 9 mm Pistole benutzen. So, der ist noch zu weit weg. Gehen wir in die Hocke, weil noch bin ich gut versteckt. So, ich würde ja gerne den Kopf erwischen. Aber der Körper tut's auch. So, jetzt habe ich hier dieses Gift und da war doch irgendwo so eine Tante. Ich glaube, das war das das, was sie brauchte? In Prim, in dem Wiki Advance, war doch so eine Frau, die machte so einen komischen Eintopf oder so ein komisches Süppchen. Irgendwelchen Giftdrüsen. So. Es juckt mich die ganze Zeit in den Finger. Diese Rennstrecke hier vorne, die würde ich mir ja liebend gern angucken. Nur da habe ich ehrlich gesagt Schiss, dass ich dabei drauf gehe. Weil ich einfach Angst habe, dass die Viecher mich erwischen. Andererseits interessiert mich auch gerade tierisch, was das da oben ist. Also da scheint ja irgendwie ein Mahnmal gesetzt worden zu sein. Das scheint irgendwelche. Also es ist schwer zu sagen. Ich müsste da hin, um mir das genau anzugucken. Scheint auf jeden Fall zwei Menschen zu sein. Was genau das ist. Das eine sieht. Könnte das ein RNK-Soldat sein? Das andere weiß ich nicht. Oder gucke ich mir jetzt erstmal die Tankstelle da vorne an. Da vorne sehe ich auch so was wie das wie. Wie das wie. Wie das wie da war da wo. Komische Sprüche am späten Abend. Das wie eine riesige Halle aussieht. Also es ist hier. Ist hier echt gefährlich. Aber wenn ich jetzt schon hier bin, weit bin ich denn von meinem Ziel entfernt? Ich bin in der ersten Kreuzung, also weit ist das nicht mehr. Ist das der NK aus dem Boston da oben? Also wenn ich jetzt weitergehe und die Quest verfolge, werden wir, glaube ich, relativ schnell erfahren, was das da oben bedeutet. Also werde ich jetzt erstmal weiter den. Vorsicht, irgendwas hat mich entdeckt. Ich habe schon wieder vergessen, irgendwas in meinem. Mein Schnellslot zu packen. So, schon wieder Escape. Also wenn das so weitergeht, baue ich die Escape-Taste aus. Das ist mir zu blöd. Ach, der Skorpion.
Gut, dass so ein Red-Skorpion auch nicht wirklich eine Gefahr darstellt. Also, ich werde jetzt erstmal gucken, was in dieser. Oh. Na, du bist ein bisschen schneller unterwegs, Kollege. Ja, jetzt nimmst du Reis raus, ne? Bleib mal geflasht stehen hier. Ich werde mich jetzt erstmal in der Tankstelle umgucken. Und kleiner, großer, okay. Giftdrüse immer gut. Und dann werde ich mich da hochbegeben. Also erst die Tankstelle, dann werde ich mir diese. Dann werde ich mir da diese Waggons angucken, die da noch stehen. Und dann werde ich mich hoch zu diesen beiden Mannequins bewegen. Und ich glaube, ich habe nie so viel in diesem Let's Play gesagt wie jetzt. Also, das ist so eine Sache, die wirklich ein bisschen schwierig ist. Man muss sich gleichzeitig auf dieses Gequassel und auf das Spiel konzentrieren. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht ohne. Also, jeder, der sich irgendwann mal beschwert, dass teilweise anfangen Let's Player wenig zu reden oder irgendwann anfangen Quatsch zu reden oder einfach irgendwie total aus dem Konzept quasseln und gar nicht mehr wissen, was vorne und hinten ist oder beziehungsweise gar nicht mehr wissen, was sie selber gesagt haben, der muss es einfach mal selber ausprobieren. Der muss sich echt mal dann, wurde schon wieder erkannt, ich weiß zwar nicht von wem, aber irgendwer geistert hier rum. Ich habe gerade eine Markierung gesehen. Genau das ist es nämlich. Ja, der muss sich einfach mal hinsetzen und selber so ein Ding aufnehmen und dann wirklich mal gucken, was da aus seinem Mund rauskommt. Also das ist gar nicht so einfach. Also ich laufe hier gerade auf voller Konzentration, was nach meinem 12-Stunden-Dienst jetzt auch nicht unbedingt gerade besser macht. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also ich werde mich definitiv nicht mehr beschweren. Also seit ich jetzt überlegt habe, dieses Let's Play aufzunehmen, weiß ich ganz gut, was einige Leute dafür Arbeit hinterstecken und dass es doch also schon teilweise eine kleine Leistung ist, das alles hinter sich zu bringen. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass ich das Ganze überschätzt habe. Es macht mir tierischen Spaß und ich denke, ich werde das auch noch ein bisschen weitermachen. So, jetzt sind wir in der Tankstelle. Da ist wieder ein Sack Hefe, der interessiert mich nicht. Was zu interessieren ist mich auch nicht. Nee, was zu essen interessiert mich auch nicht. Das sieht aus wie der Laden von diesem Chat, ne? So, Gummibonbons, kein Interesse, Mehl auch nicht. Kronkorken. Sunset Aparilla Kronkorken. Da war das wieder so ein super Kronkorken. Ich bin zu schwach zum Schlösserknacken für dieses Ding, eine Mikrofusionszelle. So, jetzt würde ich mich nur freuen, wenn es mir jetzt einfallen würde, was ich nochmal alles Sensormodule und Altmetall, glaube ich, für diesen Roboter brauche. Ich glaube, Gummibonbons waren es nicht. Was meint ihr, soll ich sämtliche Sunset Aparilla Flaschen, die ich finde, mir einverleiben und diese Kronkorken zu bekommen? Macht am meisten Sinn, ne? Da ist eine Munitionskiste. Magnum 9 mm Energiezelle Hülse. Super.
Okay, ich glaube, wisst ihr, was ich beim nächsten Mal mache, wenn ich so eine Werkbank finde? Ich glaube, ich werde letztendlich, also ich werde irgendein Gewehr nehmen zum Kämpfen. Und wäre natürlich schön, wenn man da auch einen Schalldämpfer draufpacken kann. Und dieses Gewehr, und dann werde ich noch wahrscheinlich eine Einhandwaffe rumschleppen. Und für den Fall der Fälle eine Nahkampfwaffe. Das macht am meisten Sinn. Ich glaube, mehr wird es aber auch nicht sein. Also ich werde Sachen wie zum Beispiel den Flammenwerfer, die werde ich bei nächster Gelegenheit verkaufen. Weil damit kann ich per se eigentlich gar nichts wirklich anfangen. Und ja, und dann werde ich halt nur mit diesen drei Waffen rumhantieren. Ich hoffe, ich wähle dafür die richtigen Waffen. Und ich darf natürlich auch nicht allzu schwer sein. Das ist natürlich auch das Wichtigste dabei. So, ich werde mich jetzt da hochbegeben zu diesen beiden Mannequins. Ich erkenne immer noch nicht, was das sein soll. Ein Brahmin. Da scheint eine Karawane zu sein. Ich weiß nicht, wo diese Karawane hin möchte. Kann man mit denen sprechen vielleicht? Hallo? 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 Hallo, Ah, brauchen Sie was? muss ich mal gucken. Ich würde gerne deine Waren sehen. Klar, hier ist mein Sortiment. Okay. Was hat er denn hier? Er hat 477 Deckel. Könnte ich ein bisschen was verkaufen. Ich werde mal. Erstmal ein bisschen. Ich werde mal den Revolver verkaufen. Ich werde mal die Einschussflinte verkaufen. Ich werde den Flammenwerfer verkaufen. Ich werde die Karawanenschrotflinte verkaufen. Das Kleinkalibergewehr werde ich die anderen verkaufen. Ne, eins lasse ich mal noch zur Reparatur hier drin. Den Kreuzschlüssel kommt weg. Die Pistole kommt weg. Und die gedämpfte behalte ich. Die Metallrüstung mache ich weg. Und die Stammesrüstung mache ich weg. Sturmjägerhut mache ich weg. Das reicht erstmal. So. Jetzt habe ich ein bisschen was losgewonnen, ein bisschen Kronkorken verdient. Morgen bei der nächsten Folge gucken wir uns die beiden Mannequins da oben an. Und ich muss mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.